Bäh. Was ein Typ. Ja, trotz des Alters des Spiels muss man ja sagen, hier diese Effekte sind wirklich der Hammer. Also die Wassereffekte kommen richtig gut rüber. Ja, wir können uns jetzt hier theoretisch auch von Ratten ernähren. Und ich jetzt noch... Ja, die trinkt da einmal aus. Gibt ein bisschen Blut. Das machen wir jetzt eben mal hier kurz, um den schwer heilbaren Schaden etwas schneller auszukurieren. Ich höre schon wieder Stimmen. Denn das hier für ein ekelhaftes Loch. Da will ich aber nicht rein. Ich will mal hier rüber. Machen wir einmal hier Geschwindigkeit. Boah, was geht ab? Mal rüber. Komm, ja, wunderbar. Ist das widerlich. Was ist denn das hier für ein Horrorkabinett? Ah, da wäre es also wirklich irgendwo runtergegangen. Ne, nee, nichts wie weg hier. Ich glaube, wir sind hier geradeaus rausgekommen. Ich will hier nur noch raus. Oh Gott. Ist ja paranoid. Ja, schnell die Treppe hoch. Ja, der gute Bill. Ich habe auch mal eben beim guten Bill die letzte Antwort, also die andere Antwortmöglichkeit gewählt. Bleib bei mir. Bill hat auch nichts geholfen. Nur mal so. Uah, und jetzt hier. Brauchen jetzt trotz allem irgendwo ein bisschen Blut. Das hilft uns nichts. Ich werde mal die gute Frau Runzel in Ruhe lassen. Was sind wir denn hier? Geht's hier rein? Geht's auch rein? Oh Gott. Das ist die Stadt, die ist so riesig. Das glaubst du nicht. Ja, ich wollte jetzt mal hier eine Prostituierte ausprobieren als Blutquelle. Weil das die Maskerade nicht verletzt. Wir haben auch schon wieder einen Maskerade-Bonus erhalten, obwohl wir eigentlich mehr Menschlichkeit bräuchten. Naja. Gut, man kann nicht alles haben. Ich nehme jetzt gleich den Hintereingang zur Miss Damsel, weil müssen wir uns nicht vorne nochmal mit dem Glatzköpfigen hier rumstreiten. Das muss ich jetzt nicht noch haben. Und dann im nächsten Part würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg zur... Wir haben ja noch die Elizabeth Dane, beziehungsweise im nächsten Part, ich hatte es jetzt am Anfang angekündigt, tut mir leid, auch hier Steven, ne? Also im nächsten Part will ich auf jeden Fall das Rätsel des Regenten lösen. So, Pestträger ist tot. They're part of some doomsday cult, apparently. No telling how many there are, but it's open season on all these 600 bitches. Na, okay, dann schauen wir mal nach dem Rest. Also, die haben es wirklich in sich. Und wir verschwinden hier wieder aus dem Krach. Und dann mache ich an der Stelle dann auch gleich, wenn wir wieder auf der Straße sind, mal eine Aufnahmepause und wir sehen uns, wie schon angekündigt, im nächsten Part wieder. Und da möchte ich auch mal kurz einen Blick in die Kirche reinwerfen, wenn wir uns auch wieder unser Blut aufgefüllt haben. Also, so lang bin ich mal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir sind hier in Downtown New York. Wir stehen vor dem Last Round. Und haben ja hier den Auftrag erhalten, noch ein Fest mit der Pest, uns mit dem Ghoul Paul in den Skyline Apartments hier einmal zu treffen. Allerdings möchte ich vorher noch mal kurz was für den Bluthaushalt tun. Jetzt gucke ich gerade mal, wo das am besten geht. Und ja, hier ist der arme Konservenbill gestorben. Hat es nicht mehr geschafft, ja. War von der Krankheit des Pestträgers zu sehr mitgenommen, der alte Mann. So, hier geht's auch nicht weiter. Ja, doch mal schnell zurück. Ich möchte auf jeden Fall noch nach dem Blut sehen, weil das wird sonst ein bisschen zu eng. Aber es gibt hier sehr wenig Leute nur.
Vielleicht sollten wir so eine Prostituierte mal ausprobieren, aber ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich äußerst teuer und dafür kann ich mir auch in irgendeiner Straßenecke so einen komischen Jungspund greifen und den mal fix auslöffeln. Vorne läuft ein Penner, aber die sind so schnell leer. Und wer weiß, ob wir uns da nicht auch noch was holen. Also hier ist sehr schlecht, hier er. Er steht hier quasi schon so bereit zum Abzapfen, aber da sind zu viele Leute in der Nähe. Vielleicht hier hinten. Ja, eine finstere Ecke. Und als nächstes, was ich ja auch noch, ich habe es das letzte Mal schon versprochen, ich will mich auf jeden Fall in der Kirche mal umsehen, wobei hier auch diese Symbole irgendwas zu bedeuten haben, hier mit dem Totenkopf und dem Blutfleck oder was das darstellen soll. Also alles sehr, 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 sehr mysteriös. Hier läuft einer alleine. Oh ja, er hier. Das wagen sollten. Na, passt ja. Super. Ja, so können wir auf jeden Fall in die Skyline Apartments gehen. Hier ist ja das Nocturne Theater und hier ist die Kirche. Ich speichere eben einmal und dann gehen wir mal hinein und schauen, was es damit auf sich hat. Hier laufen ja auf jeden Fall schon mal Vampire rum, das steht ja fest. Gibt es denn hier einen Hintereingang? Nein. Ja, wir gehen mal hinein. Mal schauen. Na, wer hätte das gedacht? Ein Nachtclub. Ist das geil. I knew you'd talk to me. I swear you were all like totally drawn to me. I'm surprised I don't know you. I usually meet all the LA vampires out on the scene. Not a lot of you out tonight, which is weird, because I don't know of any parties going on. Okay, also sie ist kein Vampir. Aber irgendwie scheint sie alles zu wissen. Ich sag mal Vampire, ja. It's totally cool. I'm Patty. Seriously, everyone knows me. Besides, I just wanted to ask you if you've seen someone. Oh, okay. Und wer ist der Glückliche? His name is Kent Allen Ryan. He's a Toreador. Really good looking, dresses really well, like all Prada usually. Ne, den kennen wir natürlich nicht. Oh, well he's pretty powerful. He's probably like too far behind the scenes for you to know about him. Maybe you know some of the people who work for him. Du hast furchtbare Psycho-Augen. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich kenne auch keine Leute. No. Hast furchtbar ein riesiges linkes Psycho-Auge, ein Riesenauge. Ich hab viel zu tun. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist pathetisch. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Hm, bist du sicher? Willst du mir also sagen, ich kriege von dir keine Weihnachtskarte? Na gut, sprich gefälligst leiser, sonst reiße ich dir den Kehlkopf raus. Ja, schauen, was hier gibt. Wenn ich dir einen Drink spendiere, verschwende ich keine Zeit, oder? Du hast echt geile. Ja, Baby, oh Baby, Mann, Baby, Baby, oh ja. Okay, ach nichts, entschuldige. Let me get my coat. I left it with a guy who'll be getting some off me tonight. Okay, ich hab ihn bei dem Typen gelassen, den ich heute Nacht ein bisschen ranlasse. Na gut, du bist also so eine.
Ja, und hier wird getanzt und da hinten sie. Wer bist du denn? Hier wieder ein biblisches. Eine biblische Darstellung. Okay, du bist komisch. Du bist auch komisch. Was ist denn hier? Hier kann ich ab. Oh, cool, hier können wir abdancen. Ist das geil? Ist das die Fetzen fliegen? Jetzt gehen alle. Was macht denn ihr da? Ja. Jetzt machen die alle genauso rum. Guck dir das doch mal an. Erinnert mich sofort wieder hier an den Film. Wie heißt der? Ritter aus Leidenschaft. Ich kann nicht mehr abbrechen mit dem Tanzen. Also. Ach, wer bist denn du? Schon wieder so einer. Hallo. Ja, aber Ritter aus Leidenschaft. Ja, und wie tanzt man so in Gelderland? Ja, ein super geiler Film mit dem verstorbenen Darsteller des Joker aus Batman auch. Name habe ich vergessen, Namen sind Schall und Rauch. Everybody comes in here, Scott had a short house rules. Inhibition, the first thing to go. Two more of these and you'll be telling me your nastiest, dirtiest stories. I am your beef priestess and it's time to confess. Okay, wer bist du? Bist du Barkeeperin oder ein Groupie von The Cure? Das höre ich nie an, auf Wiedersehen. Venus was her name. What do you think you want to confess? Ja, zu viel, aber auch nichts, über das es sich zu reden lohnt. Vor ein paar Nächten wurde das Leben, wie ich es kannte, ausgelöscht. Das Lagerhaus, das in Santa Monica aufging, das war ich. Nein, nichts Besonderes. Ja. I don't matter how many times I hear that line, it never gets any more believable. So what's your thing, Stealing from work, sex in graveyards, watching the neighbor's daughter with the lights off? Lieber nicht. Leuten in den Arsch getreten, ihre Namen ausgelöscht. Sounds serious. I'm going to need details, so I know whether to pour a Hail Mary or a Highway to Hell. Ich trinke gern Blut, Menschenblut. Ich habe einmal republikanisch gewählt. Lass dich auf deine Vorstellungskraft. Ich gehe. Really? I don't think I've got anything in this place that's going to wash away that sin. But you know what? Fuck it. Nothing exciting ever happens in heaven anyway, right? Ja, ein Engel. Yeah. I've been waiting for someone like you to come in here. You see, I've got this situation that's gotten a little out of hand and I need someone to inform some people that they won't be getting paid this month. Intrigued yet? Na, ich gebe dir 10 Sekunden. Well, the parking lot next to the Empire Hotel. Couple of guys, Russian accents, bit thick. I need you to tell them Venus doesn't have their money. That's it. Ja, super, machen wir. Empire Hotel, tell them I'm broke. You can run, right? Never mind, just don't go starting any street fights, alright? These guys are connected. Anyhow, a lot of people have yet to confess to the beat priestess. Later, darling. Ja, dann gucken uns das mal an. Bei Zeiten kommt Zeit, kommt Geld. Wie geht's denn hier? Jetzt abgeschlossen, aber ich könnte das Schloss knacken. Ich habe nur Angst, dabei beobachtet zu werden. Ja, da geht's ins Kassenhäuschen und dann geht's hier hoch. Und da ist auch noch ein Laptop, also das ist auf jeden Fall hier ein Punkt von Interesse. Und dann kämen wir, hier oben kann man überall langlaufen, guckt euch das doch mal an. Und da oben ist noch eine Tür. Also wir müssen auf jeden Fall hier mal rein. Ob wir es mal wagen sollten, ich speichere mal ab, bevor uns hier die ganze Hütte brennt. Und dann werfen wir einfach mal einen Blick hinein. Okay, geht nicht, alles klar. Gut, so viel hierzu. Das heißt, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal hin, weil es da definitiv noch weitergeht. Und dann soll uns der nächste Weg erstmal zu den Skyline Apartments führen. Was ist denn hier los? Hier ist das Nocturne Theater und daneben müssen die Skyline Empire Arms Hotel. Hier ist ein leichtes Mädchen, aber wir brauchen kein Blut jetzt mehr. Das sollte uns genügen, was wir haben. So, am Parkhaus sind da ein paar Jungs mit russischem Akzent. Oh nein. Also gibt's jetzt erst noch ein paar auf die Zwiebel. Sie hat mir gesagt, ich soll dir sagen, sie hätte das Geld nicht. Im Arsch deiner Mutter. Nein, sag mal, bist du taub? Kein Geld. Meine Arbeit ist getan, nett dich kennengelernt zu haben und so weiter. Oh, was geht denn jetzt ab? Oh. Und wir machen dem direkt mal hier den Bart ab.
und der Katana Schnetzler. So, komm her. Trinken einmal schnell leer. Das ist ja eine Kampfzone, wie ich gerade sehe. Kann uns also nichts passieren. Direkt die Waffe weg, das Ding eingesteckt. Alles eingepackt, was hier noch so rumliegt. Ja, super. Das hätte ja schon mal geklappt. Ja, renn doch, renn. Kein Problem. Oh. Also, das ist schon krass, wie hier die Blutspritzer hängen. Hier haben sie wahrscheinlich eine Leiche im Kofferraum. Das war ich doch nicht eben, oder? Hm, ich hoffe nicht. Na gut, wir gehen lieber.